Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Die Beautyboxen beinhalten immer mal wieder dekorative Kosmetik und wir fragen uns ja immer wieder, hat das wirklich auch einen Sinn? Also sind das auch Produkte, die man durchaus tragen kann oder ist das eher was, wo man sagt, nee, besser nicht? Wir testen das in diesem Video, denn das hier ist mein Fullface Beautyboxen. Das mache ich immer mal wieder. Wenn ich halt ein Fullface zusammenbekomme, dann wird das geschminkt. Ich habe jetzt auch noch ein paar Produkte aus Adventskalendern und so mit reingenommen, weil ja einfach ein bisschen was fehlte. Ne? Und wir starten einfach mal. Ich habe mir auch so ein Zettelchen wieder gemacht mit dem Rodial Primer. Der war in der Look Fantastic Valentinstags Box drin. Ich weiß nicht, also sofern es noch irgendwie Boxen gibt oder auch alle genannten Boxen, die ihr hier hört und seht. Ja, moin Sammy, sind natürlich auch in der Infobox verlinkt, genau, dass ihr da auch, wenn ihr Bock drauf habt, euch das anschauen könnt. Und das hier soll ja ein Primer sein. Spoiler, ich hatte den schon mal da und ich finde den eigentlich sehr schön, musste den aber leider beim letzten Primer die Klatte aussortieren, weil der mir gekippt war. Den hatte ich einfach zu lange offen. Der riecht auch sehr stark parfümiert, sehr feuchtigkeitsspendend und gibt auch Glow, ne? Ja. Sammy hat da hinten Spieli. Nein, er hat nicht eins, er hat drei. Das ist ja auch irgendwie mit, ich weiß nicht, irgendwelchen Inhalten. Niacinamiden, genau. Und Squalane sind auch noch mit dabei. Oh, das heißt, du hast hier quasi einen ölbasierten Primer. Da muss man natürlich dann bei der Foundation aufpassen, wenn die jetzt wasserbasiert wäre, dann wird das nicht so gut miteinander funktionieren. Mir persönlich gefällt aber auf jeden Fall, was ich sehe, denn er spendet ja in dem Sinne nicht nur den optischen Glow, und den hat er auf eine sehr subtile Art und Weise ja mit am Start, sondern er hat ja durch diese, ja durch den Wirkstoff, ne, durch die Niacinamide die Möglichkeit, die Haut entsprechend zu beruhigen und aufzuhellen, dieses Flawless Skin Effekt gedünsten, und durch die Squalane haben wir auch die Möglichkeit, dass die Haut vor dem Austrocknen bewahrt wird. Also im Prinzip ein richtig geiles Produkt, ne? Nicht schlechter Specht, und das war in der Full Size drin. Was aber in einer kleinen Größe und auch in einer anderen Farbe, in dieser Notino, in welcher? Me Time Box mit drin war, ist hier von Lancôme Dutin Idol Ultra Wear Care and Glow Foundation, war in einer anderen Farbe drin. Ich habe jetzt meine mal rausgekramt, 110C, und die möchte ich jetzt gerne einfach mal auftragen. Dafür nehme ich mir jetzt einfach so einen streng gebundenen Bufferpinsel. Ja, und das ist halt voll meine Farbe. Die habe ich letztes Jahr im Sommer gekauft und da war die mir ein bisschen zu dunkel. Jetzt ist die halt perfekt, ne? Weil die hat dieses Rosane mit dabei. Mm. Ja, da geht natürlich mein Herz jetzt auf. Das ist halt so richtig Perfect Match aktuell für mich. Ich setze auch mal die Links zu den Produkten selber, also nicht nur zu den Boxen, wo sie drin waren oder die man gegebenenfalls irgendwie generell noch irgendwie abonnieren kann oder sich kaufen kann in die Infobox, sondern auch die Produktlinks, ne? Dass ihr da mal vorbeischauen könnt, wenn ihr möchtet. Schöne Foundation. Meine Herren, möchte ich es heute ein bisschen intensiver haben, also man kann die definitiv auch noch aufbauen. Gibt halt auch noch Glow, riecht nach frisch gewaschener Wäsche oder ist das der Pinsel? Man weiß es nicht. Nee, ich glaube, ich lasse das so. Ich glaube, ich baue die jetzt nicht weiter auf. 110C für die Leute, die halt genau so ein papierweißes Menschlein sind wie ich. Mit einem leicht kühlen Unterton ist es auf jeden Fall eine gute Geschichte. Auch das. Eine gute Geschichte. Kann man sich natürlich jetzt auch mit einem Beauty-Schwämmchen noch ein bisschen einarbeiten. Aber an und für sich sitzt die auf meiner Haut richtig gut. Und dann noch in Kombination mit dem Primer. Das ist schon 1A, Leute. Ist halt ein bisschen teurer, ne? In der Goodiebox Januar 2024 war dieses Produkt drin, was ich sehr fancy finde. Eye Brighten Conceal. Also im Prinzip ist es ein Produkt, was sowohl aufhellen soll als Pflege, im Prinzip ja wie der Primer, aber gleichzeitig auch noch so einen leicht concealenden Effekt geben soll. Und ja, das schauen wir uns mal an. Das ist nämlich getönt. Also wir haben hier wirklich ein Farbprodukt mit am Start, was man halt so puffelmäßig hochdrückt und sich so unter die Augen gönnt. Wow. Ich arbeite das jetzt mal mit einem Schwämmchen hier ein. Das ist farblich schon ein bisschen gelb, ne? Es hat zwar nur eine super leichte Deckkraft, aber ich weiß jetzt nicht, ob das Auge jetzt besser aussieht als das. Ist jetzt wirklich einfach mal euch überlassen, ob das so ist. Ich finde es okay. Ist jetzt für mich kein Produkt, wo ich sage, oh mein Gott, da hat mich jetzt das Produkt in der Box so sehr überzeugt, dass ich mir safe mehr davon kaufen möchte. Ja, weil dafür ist es ja auch immer ein Stück weit da, ne? Dass die Boxen sich ja in den, die Marken sich in den Boxen repräsentieren und dadurch dann ja auch reinkommen, ne? Oder rein wollen, wie auch immer. Und ja, also weiß ich nicht. Habe ich jetzt einen Hype auf Bosch? Gosch? Nicht unbedingt. Nun, ein Lidschatten-Primer ist jetzt auch noch hier am Start. Den habe ich aber aus einem Adventskalender von Max & More. Das ist dieser Eye-Primer hier mit 5 Millilitern. Ist jetzt keine Riesengröße, ne? Aber er wäre im Adventskalender drin und möchte gerne verwendet werden. Das ist so ein, Herausdrückding.
wie man das manchmal bei Lippenprodukten auch hat, der kommt so weiß raus. Ich bin mal gespannt. Das ist halt eher wie so eine Augencreme, wa? Arbeite ich jetzt mit dem Pinsel ein? Okay, weiß ich nicht, ob ich den jetzt benutze oder nicht, ne? Ist halt sehr, sehr flüssig. Da muss man etwas aufpassen, dass jetzt nicht irgendwie die Base oder so davon betroffen wird, sprich die Foundation und der Concealer. Weil ich kann mir vorstellen, dass das dann ganz logisch, ne, halt das Ganze verdünnen könnte. Ja, als hätte ich mir jetzt einfach, wie gesagt, Augencreme auf die Augen gegeben. Kann man machen. Aber da stand jetzt, glaube ich, auch nicht bei, was genau der Lidschattenprimer groß machen soll. Er ist vorhanden. Okay, ne? Der ist auf jeden Fall vorhanden. Dann habe ich hier als nächstes, ich meine, dass ich mir das aber irgendwie... Oh, der war nicht irgendwo in einem Adventskalender drin oder so. Das war irgendwo, weiß ich auch nicht. Irgendwo war der auf jeden Fall mit dabei. Oder ich habe mir den gekauft. Von Charlotte Tilbury Contour Wand Easy Contour. Nee, den habe ich mir mal gekauft. In der Farbe Fair to Medium. Liegt nämlich noch in meiner Probier-mich-aus-Kiste. Und die habe ich dann eben zu Rande gezogen. Ich mache es erst vorsichtig, okay? Ich habe schon bei vielen gesehen, dass es richtig, richtig gut aussieht. Es ist mein erstes Mal mit diesem Produkt. Ihr seid mit dabei. Es darf auch gerne etwas mehr sein, weil ich hier drüber gleich auch noch Cream Blush auftragen werde. Und ich werde auch noch abpudern. Das heißt, da werden jetzt viele Fehler, die ich jetzt gegebenenfalls machen könnte, definitiv verziehen. Wow, da geht mehr. Definitiv, ne? Aber schön. Also lässt sich gut auftragen und auch gut verblenden, gut verteilen. Da kann ich verstehen, dass viele den so gut finden, weil der sich halt wirklich auch leicht bearbeiten lässt oder einarbeiten lässt. Manch einer könnte sagen, der blendet sich irgendwie ziemlich krass weg, weil ich trage jetzt ja schon die dritte Geschichte hier auf. Aber man muss wahrscheinlich sich auch erstmal mit dem Produkt ein bisschen antasten, dass man dann auch weiß, in welcher Menge man den so aufträgt, ne? Aber ich finde den auf jeden Fall besser als diesen Cream Bronzer, den ich mal von ihr hatte, von der lieben Charlotte. Den mochte ich nämlich nicht so wirklich, weil der war ziemlich fleckig bei mir. Aber das hier gefällt mir sehr, sehr gut. Also das sieht schon sehr natürlich aus. Also ich mag das. Heute hat unser Postbote übrigens gepetzt. Und zwar hat er mir verraten, dass wir hier bald einen Müller kriegen. Das ist mal eine krasse Sache. Also freut euch demnächst auf jeden Fall auf Müllerholz. Das ist die Erkenntnis des Tages bei mir, Leute. Und ja, der wusste Bescheid, ne? Der hat auch mich darüber sehr erfreut informiert. Und ich habe mich da auch sehr erfreut drüber gefreut. Und war ihm da auch sehr dankbar für die Info. Weil ich ja immer wieder auch nöle und sage, Mensch, wir haben ja keinen Müller. Ich kriege nicht die Adventskalender. Ich kriege nicht die geilen Produkte und so weiter. Und keine Ahnung, ne? Jetzt haben wir hier bald einen. Dauert wahrscheinlich noch ein halbes Jahr oder so. Wobei, nee, wahrscheinlich wird das Geschäft ja auch recht schnell wieder befüllt werden wollen, sage ich mal. Ne? Aber ich freue mich drauf tatsächlich. Könnt ihr Sachen von Müller empfehlen? Dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann kann ich nämlich danach entsprechend Ausschau halten. Nein, also nicht abschrecken lassen von der Farbe, die hier erstmal rauskommt. Der ist wundervoll, lässt sich toll verblenden, sieht so schön aus. Ist jetzt nicht mega krass, aber es ist auf jeden Fall vorhanden. Hier habe ich jetzt einen Blush. Den hatte ich in der Charlotte Tilbury Black Friday Box. Und zwar der Pillow Talk Lip and Cheek Glow in der Farbbezeichnung Color of Dreams. 2,5 Gramm sind hier drin. Das dürfte ja auch eine ganz normale Originalgröße sein. Also bislang auch wirklich nur Originalgrößen in den Boxen drin enthalten. Hier habe ich irgendwie noch einen Foundation-Rest. Übrigens, das hier war mal ein Handtuch, ne? Das sind so meine Lappen, die ich hier immer liegen habe. Die verwende ich immer ganz gerne. Also muss ich wirklich sagen, das ist eine sehr schöne Sache. Dann habe ich hier immer eine Möglichkeit, meine Pinsel kurz abzustreifen und so. Boah, ich verfall schon wieder in Sabbelwasser. Hier haben wir auf jeden Fall den Cream Blush, der sehr, sehr dunkel aussieht. Aber wir hatten es ja gerade. Wenn der so dunkel aussieht, heißt das nicht unbedingt, dass der auch so dunkel ist. Erstmal so ein bisschen auf dem Handrücken antesten. Der ist recht schier, also sehr, sehr cremig. Das heißt, da laufe ich jetzt nicht direkt Gefahr, dass ich so einen Overblushed-Effekt mache. Oh, okay. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn man den verwendet, dass man damit nicht die Foundation abnimmt, weil der schon relativ hart ist. Also der Pinsel ist eigentlich super dafür geeignet. Der ist von NAM. Das kriegt ihr bei Rossmann. Das hat sich gereimt. Genauso wie viele Dinge in meinem Buch. Vergangene Verse. Schaut gerne mal im Pelletier Verlag vorbei. Kleine Werbung an dieser Stelle. Habe ich dieses Jahr, nee, Ende letzten Jahres rausgebracht. Und da ist auch mein 5-Minuten-Tagebuch zu finden. Ich setze euch mal einen Link dazu in die Infobox. Auf jeden Fall finde ich den wirklich schön. Und der harmoniert auch ganz gut mit der Foundation. Ein kleines bisschen hat die sich hier abgetragen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber Wattenglow.
Ist halt wirklich sehr, sehr juicy, das Ganze. Ne? Ich mag das ja. Das ist schon mein Vibe. Ich mag's, also ich habe halt eine trockene Haut. Da kann ich das immer ganz gut gebrauchen, wenn man halt viel reichhaltige Produkte halt hat. Ne? Sonst sehe ich aus wie eine Trockenpflaume. Och, hübsch. Mag ich. Gut gemacht, Charlotte. Dann mache ich einmal kurz so, dass ich unter meinen Augen auch den Concealer und hier oben drauf den Lidschattenprimer etwas gesettet bekomme. Wir haben in der, wo warst du drin? Luxury Box Januar 2024, beziehungsweise... Eigentlich war das die Luxury Box Quartal 4 2023, den Tease Suit of Armor drin gehabt. Staying Powder, das ist dieser hier. Ja, ich hatte den noch in meiner Sammlung und konnte ihn dann dementsprechend nehmen. Genau, musste den nicht neu aufmachen. 4,5 Gramm sind hier drin. Magic Dust, mal gucken. Das werde ich mir jetzt erstmal... Oh, ja, ich habe es halt ein bisschen falsch gelagert. Deswegen ist es jetzt hier im Deckel drin. Das ist immer etwas blöd. Ich nehme mir dazu erstmal so ein Puffelding und nehme mir ein bisschen was auf die Spitze. Ein bisschen ist gut. Arbeite das in meiner Handinnenfläche ein. Ja, das ist schon recht mattierend, was ich hier auch sehe. Ne? Okay, und trage mir das dann einmal dort auf, wo ich auch Concealer und Lidschattenbase aufgetragen habe. Ja, solides Puder. Mattiert halt entsprechend ab. Und dann kommt das auch mit dem Puffelding an... kritische Stellen, in Anführungsstrichen, also dort, wo Foundation sich absetzen könnte oder ne, wie auch immer, wo man halt einfach denkt, das muss etwas mehr fixiert werden. Und dann verwende ich einen fluffigen Pinsel, dippe einmal kurz rein, habe ganz schön viel hier drauf, arbeite das dann auch in den Pinsel ein und das gebe ich mir dann komplett über das ganze Gesicht drüber. Das ist schon relativ fest, grob, sage ich mal, von der Struktur her in Relation zu anderen losen Pudern, ne? Aber ich persönlich finde das eigentlich ganz gut. Und das, ja, sonst wäre das halt auch nicht weiterhin in meiner Sammlung eigentlich so drin, ne? Dadurch geht natürlich auch ein bisschen diese Juiciness von der Base verloren. Aber wir haben das Ganze fixiert, gesettet, sodass wir jetzt nicht Angst haben müssen, dass da irgendwie was dann an unserem Gesicht kleben bleibt oder sonst irgendwas. Also, ne? So schaut es aus, gefällt mir sehr gut. Und theoretisch bräuchte man jetzt nicht zwingend nachher noch so einen Puderblush oder sowas drüber machen. Ich habe jetzt gleich einen da und deswegen wird er auch verwendet. Und der liegt hier auch schon eine Weile und zwar seit Dezember 2022. Von der My Little Beauty Eigenmarke Call Me Rosie mit 5 Gramm haben wir hier einen Blush drin enthalten gehabt. Ich finde es ganz cool, ne? Also dass die My Little Beauty Eigenmarke halt sowas überhaupt rausgebracht hat. Denn die haben echt gute Produkte mit sehr natürlichen Inhaltsstoffen. Steht hier überhaupt dann auch so ein MHD oder sowas drauf? Weil das hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, wenn du 99% natürliche Inhaltsstoffe hast. Nö, musst du halt immer mal wieder das Näschen dran halten. Oh, jo. Der ist sehr krümelig, muss man ein bisschen aufpassen. Und der hat einen leichten Schimmer mit drin. Das heißt, da schauen wir mal, wie das Ganze dann auch auf dem Gesicht wird. Sehr subtil eigentlich, aber ich habe den jetzt auch sehr subtil aufgetragen. Aber ich finde den von der Farbe hier eigentlich ganz schön. Also der harmoniert jetzt eigentlich ganz gut mit dem von Charlotte Tilbury, den ich hier drunter habe. Und so hast du halt einen etwas langanhaltenderen Blush-Effekt auch mit am Start, sodass du da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, 2 Stunden nachdem du unterwegs bist, auf einmal keinen Blush mehr hast. Das hast du ja manchmal so, ne? Und deswegen bevorzuge ich es tatsächlich auch, sowohl Cream als auch Puderprodukte zu verwenden, weil die irgendwie dann super miteinander funktionieren und länger halten. Ich finde es großartig und deswegen, also das ist eine schöne Kiste. Den Highlighter, den ich hier habe, habe ich mir letztens erst bei Douglas gekauft. Den habe ich aber noch nicht in Anwendung genommen. Von Flor Mar ist es dieses Illuminating Powder. Da hatte Maxim ja so ein Video mal drüber gemacht und auch gesagt, dass die Marke ja auch damals öfters zu finden war. Ich kannte das jetzt so nicht. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob das ein Highlighter ist oder ob ich das als All-Over-Glow dann drüber gebe. Okay, der ist sehr light. Er hat einen Goldschimmer mit drin. Das sieht man auf dieser Seite auch ganz gut, ne? Hätte man jetzt eigentlich gar nicht so unbedingt vermutet, wenn man sich dieses weiße Teil anguckt, finde ich. Okay, sieht relativ hübsch aus, muss ich sagen. Ich weiß nur nicht, ob ich dieses Güldene mag. Das ist ja wirklich so eine Präferenzgeschichte, ne? Der sieht halt sehr fein aus. Ich habe hier auch nicht so groben Glitzer oder so mit im Gesicht. Eigentlich passt das ganz gut. Deswegen, aus der Luxury Box, die wirklich im Januar rausgekommen ist, also Quartal 1 2024, habe ich hier von M. Asam das Magic Finish Perfect Brow Powder Kit in der Farbnuance Light. Ja, da habe ich 2 verschiedene Farben drin und daraus kann ich mir jetzt meine Augenbrauen basteln. Mal gucken. Ich brauche auf jeden Fall dazu einen Spoolie, ansonsten habe ich wahrscheinlich ein Problem. Dann habe ich hier einen zugeklebten Spiegel. Ich selber habe keinen Asam Code, aber
Die liebe Frühlingsrolina und der liebe Maxim haben einen. Das müsste YT für YouTube, ne? Minus Rolina und YT minus Maxim sein. Wie gesagt, 15% Rabatt bekommt ihr da. Finde ich immer ganz nice. So, also zwei verschiedene Farben. Der hier ist mir, glaube ich, ein bisschen zu oliv. Wirklich, ne? Und dann versuche ich mal die andere Farbe, wie das so hinhaut mit uns beiden. Oh, die ist aber warm. Vielleicht dann doch die andere Farbe mit reinmischen. Also aus der Entfernung ist es vielleicht gar nicht so wild. Aber aus der Nähe sieht man halt, dass das farblich so hinten und vorne gar nicht passt. Das ist nun nicht wirklich perfekt aussehen in einer Minute, ne? Nee. Also ich habe mich jetzt vor allem auf diese tatsächlich Oliv-Farbe konzentriert, weil das andere mir auch einfach viel zu warm war. Ist nicht ganz so mein Vibe. Ich hatte auch schon schlechtere Farben in den Augenbrauen drin. Dementsprechend geht es noch irgendwie klar. Aber M. Asam hat ja auch diese Stifte und da habe ich eigentlich schon einen, der relativ in meiner Farbe ist. Auch aus dem Max & More Adventskalender habe ich dieses Brow Styling Wax. Ich traue mich. Ich traue mich. Wirklich. Und ich gebe mir das jetzt auch wirklich jetzt auf, wo ich quasi schon die Base drauf habe und meine Augenbrauen gemalt habe. Das ist mutig, oder? Ja, würde ich auch sagen. Mut darf belohnt werden. Dafür nimmt man sich am besten bei dem Spoolie das Spoolie und knickt das so ab, sodass man da auch wirklich mit reinkommt. Das ist bretthart, Leute. Ich habe jetzt ganz wenig hier auf dem Ding drauf, ne? Kann doch nichts werden. Ich rödel mal noch ein bisschen mehr hier drin rum, weil, also das springt hier schon rum. Also, ne, wenn ich hier so drin rumreibe, dass dann so Partikel sich absplitten und so piu, weggehen. Muss ich da irgendwie das vorher in die Hosentasche packen, dass es wärmer wird oder so? Weil ja klar, wenn ich jetzt mit dem Finger reibe, habe ich auf dem Finger ein bisschen mehr. Aber ich kann das ja nicht mit dem Finger auftragen. Ich habe jetzt hier auch ein bisschen was am Spoolie. Ne? Das ist nicht wenig. Nein, das Produkt, das funktioniert nicht wirklich. Das krümmelt halt. Aber das macht nicht wirklich was, Leute. Also wenn ihr den Max & More Adventskalender hattet, das ist definitiv keine Alternative, dieses Produkt zu bekannten Brow Freeze Geschichten, genau. Nee. Kommen wir zu etwas Erfreulicherem. Und zwar hatte ich hier in der Colourpop Mystery Box die So Very Lovely Palette. Und die fand ich ja schon beim Unboxing so hübsch. Die schaut so aus. Ich weiß nicht. Ich glaube, die gibt es auch so gar nicht mehr. Aber ich möchte die trotzdem jetzt einfach mal verwenden. Ein Easy Peasy Lemon Squeezy Look damit schminken und mich dann hoffentlich damit auch wohlfühlen dürfen. Die war einfach in der Colourpop Box drin, die ich im Januar bekommen habe. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch ein ganz entspannter Look werden. Ich starte mal mit Macaroon, das ist dieses wunderschöne matte Violett. Und den setze ich mir in meine Lidfalte und so und blende so ein bisschen durch die Gegend. Das darf gerne der Hauptakteur sein, deswegen gebe ich mir den auch einfach schon direkt auch auf mein Lid drauf. Den setze ich mir jetzt einfach komplett überall hin. Ich habe heute schon so ein bisschen Bock auf Lila. Ich möchte mir das jetzt außen ein kleines bisschen verdunkeln. Ich versuche das jetzt erstmal mit dem Rose Ave. Das ist dieses Alt-Rosa-Tönchen hier. Denn ich wollte jetzt nicht direkt in den Topanga Boulevard reingehen. Dann könnte es ja schnell zu dunkel werden. Ja, ich glaube, das funktioniert ganz gut. Und auch ein bisschen so in die Lidfalte ganz leicht rein. Dann gebe ich mir an den unteren Wimpernkranz so einen Mix aus Rose Ave und Topanga Boulevard. Also diese beiden hier an der Seite. Das hier ist so ein ganz, ganz dunkler Aubergine-Ton und Rose Ave ist ja so ein Altrosa-Ton. Wow, der Topanga Boulevard ist richtig krass pigmentiert. Ich hatte das gerade, also ich bin mit dem Pinselchen reingedippt, habe das auch noch an meinem Handtuch hier abgestrichen und habe es dann für beide Seiten hier verwendet. Juti, Kafruti, Bumbo. Selbstverständlich brauche ich meinen NYX Glitter Glue. Das ist einfach so ein, ja, der hilft mir einfach überall. Ein kleiner Helfer, der sehr effizient ist und hier ungefähr ein Jahr halten wird und nicht viel kostet. Den setze ich mir einfach auf mein bewegliches Lid und auch ein bisschen in meinen Innenwinkel. Der schützt uns einfach vor Fallout, sowohl beim Auftragen als auch über den Tag verteilt. Also du siehst danach halt nicht aus, als wärst du in einen Glitzerdust, in einen Glitzernebel gegangen. Und jetzt nehme ich den Ton Organza, denn darauf habe ich richtig Bock. Das ist dieser hier, befindet sich dort oben. Und also Colourpop-Töne sind super, super weich und deswegen, es bietet sich einfach hammermäßig an, ein Glitterglue zu verwenden, ein Glitterprimer zu verwenden und den tupfe ich mir einfach ganz entspannt auf mein Auge drauf. Und weil wir ja so kühl unterwegs sind, gehen wir auch in den Ton Fringed. Das ist dieser hier. Und auch der ist sehr, sehr weich und der ist eigentlich einfach schön, Leute. Ne? Den gebe ich mir dann auch in mein inneres Drittel, also quasi hier hin und dann noch ein bisschen auf den anderen Ton
ausgeblendet, dass das Ganze auch harmonischer aussieht. Boah, das ist wie eine Folie auf dem Auge, ne? Richtig schön. Denkt auf jeden Fall bei Colourpop dran, wenn ihr dort bestellt. Es kommen immer ungefähr 20% Zollgebühren, also 19%, klar, ist ja auch die Steuer, ne? Und in den Innenwinkel packe ich mir den selbstverständlich auch noch mit rein. Also ich kann es nicht anders sagen, ich finde das richtig, richtig cool. Und falls ihr auch euch diese Sale-Box geholt habt, habt ihr jetzt für diese Palette so eine Mini-Inspo. Das ist jetzt nicht super spektakuläres gewesen, aber ich finde es ganz süß. Und ja, das kann man halt auch relativ zackig machen. Nun, dann habe ich hier einen Eyeliner auch, ich meine auch aus dieser Limited Edition. Der ist jetzt grün, habe ich nicht so wirklich nachgedacht. Aber gut, genau, der ist auch aus dieser Colourpop-Geschichte und der ist nämlich in der Farbnuance The Hills. Ja, es ist einfach ein Waldgrün. Nun, den mache ich mir jetzt einfach mal drauf. Guck mal, der ist auch gar nicht so super intensiv, ne? Also der ist relativ hell. Was ich für den Wing blöd finde, aber für auf dem Auge drauf sehr, sehr schön. Also das mag ich eigentlich gerne leiden. Ich denke aber, dass ich mir dann gleich noch einen anderen drunter geben werde, weil ansonsten ist mir das zu hell. Ich mag das ja gerne, wenn ein Eyeliner dann auch ein bisschen intensiver unterwegs ist. Aber es ist ein schönes Grün. Süß. Ja, also ein schöner Eyeliner, wie gesagt, kann ich mir auch gut für so Details vorstellen. Auch wenn ich jetzt irgendwie so ein Weihnachts... Ja, jetzt bin ich im Februar schon wieder im Weihnachtsmut, ne? Wenn ich so einen Weihnachtslook schminken würde oder so und mir damit irgendwie einzelne Sachen ins Gesicht malen möchte, könnte das ganz gut funktionieren. Ich verwende jetzt aber von LH Cosmetics, das ist aus dem LH Adventskalender, diesen Crayon in der Farbe Black Core. Mache ich das mit dem Stift selber direkt? Nee, ich glaube, da gehe ich auch mit meinem Multi-Use heute offensichtlich, also sowohl Augenbrauen als auch ein bisschen Unterwimpernkranz. Pinsel, hier, ne, das ist eigentlich einer von Nire, der war auch mal in einer, ja, Box drin, Instabrows. Das kann man ja eigentlich ganz gut machen mit vielen, ne, dass man dann halt hier oben sich das so anmalt, wie so ein Gel-Eyeliner halt verwendet. Hätte ich mir wahrscheinlich eher überlegen müssen, dass ich das so haben möchte, ne. Also es macht schon was, ne, wenn ich das hier außen ein bisschen schwarz mache und dann nach hier hinten noch durchziehe. Das auf jeden Fall, da sieht man schon einen Unterschied zu beiden Seiten. Ja, aber... Ich glaube, dafür ist der jetzt eigentlich nicht so gut geeignet, aber trotzdem auch ein schöner, eigentlich Kajal. Nun, hat nicht so den Effekt, wie gesagt, was ich mir so vorgestellt habe. Ich habe im Adventskalender von der lieben Delia dieses Essence Hydrating Glow Multi-Use Spray drin gehabt. Ich weiß nicht, ob man das als Setting Spray verwenden kann. Werde ich jetzt einfach mal versuchen. Schüttel ich ordentlich, weil das ja auch glowy sein soll. Ich habe da auch Schimmerpigmente unten drin gesehen. Huch, ja, hat auch einen feinen Nebel eigentlich. Mhm. Zeitweise sehr spuckend. Und oh mein Gott, riecht das doll nach Kokosnuss. Ist jetzt nicht ganz so mein Vibe. Nee, also dieses Augenbrauengel macht hier wirklich gar nichts. Okay, ich verwende jetzt eine Wimpernzange, weil das mache ich immer. Dann kommen die Wimpern auch schon mal so ein bisschen in Form. Und dann hat die Mascara auch die Möglichkeit, gleich richtig krass abzugehen. Und die kommt nämlich aus dem Bundle von Chiquita's Place, von der wundervollen Nicole, zusammen mit Purish von Catrice, die Pure False Lash Beyond Black Mascara. Das ist diese hier. Und ja, die finde ich tatsächlich auch ganz gut. Also da hat sie eine schöne Mascara ausgesucht. Die hat ein bananenförmiges Bürstchen, was vorne auch so spitz zusammengeht. Also schon sehr, sehr nice. Und ja, die tragen wir jetzt einfach mal auf. Ich meine, hat die da Fasern sogar mit drin? Möglicherweise. Nun, schauen wir mal. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Eine schöne Mascara, ne? Also man muss ein bisschen aufpassen, dass die einem keine allzu verklumpten Wimpern macht, wenn man das nicht gerne mag. Aber ich finde, in drei Schichten aufgetragen ist die richtig krass Wawawum. Also ich mag die gerne. Ist eine tolle Mascara aus der Drogerie, die man sich definitiv angucken kann. Und auch dieses bananenförmige Bürstchen ist schon ein bisschen was Spezielleres, finde ich persönlich. Ich kann das dann nicht so anwenden, wie ich normalerweise meine Mascara-Technik mache. Kann ich die mal im i verlinken, da so. Normalerweise setze ich die ja an der Wurzel an und dann drehe ich die ja auch, während ich die so hochziehe, ab der zweiten Schicht. Das kann ich mit der halt nicht machen, weil die ja eine Banane ist. Das geht nicht, ne? Und ja, aber ansonsten finde ich, macht die echt einen schönen Aufschlag, ne? Mag ich gerne leiden. Ja, ich hatte jetzt nicht noch irgendwie im Hinterkopf gehabt, dass ich eigentlich vorhatte, diese Lippenkombi zu verwenden. Egal, das machen wir jetzt einfach mal. Denn in dieser Estee Lauder Blockbuster Box, die ja im Jahre 2023 erschienen ist, ich aber im Jahre 2024 gekauft und vorgestellt habe, weil sie reduziert war, hatten wir zum einen diesen Lip Liner, Estee Lauder Double Wear 24-Hour Stay-in-Place Lip Liner in der Farbe 018 Red drin.
Das wird jetzt null passend zum Augenlook sein, ne? Egal, ich liebe rote Lippen. Und bei roten Lippen versuche ich auch immer so ein bisschen wirklich in der Spur zu bleiben und nicht allzu sehr zu übermalen, weil ansonsten sieht das tatsächlich aus wie Clownslippen, wie meine Nichte mal zu mir gesagt hat. Und da hat sie vollkommen recht. Darüber könnte man sich jetzt auch einfach irgendwie nur ein Lipgloss oder so geben. Ich habe hier aber auch aus dieser Blockbuster-Geschichte in der Farbnuance Starlit Red diesen wunderschönen Limit Edition Lippenstift mit den Einhörnern drauf. Oh mein Gott, ist der hübsch. Also, den gibt es halt nicht im Standardsortiment. Den findet ihr nur in dieser sackenteuren Blockbuster. Jetzt will das nicht mal fokussieren. Was ist denn hier los? Blockbuster-Geschichte, ne? Und der ist wirklich sehr, sehr hübsch. Ja, und auch die Farbe ist schon krass geil. Jetzt muss ich hier das Sternchen drauf zerstören. Es tut einem schon so ein bisschen weh. Holla, die Waldfee. Das ist wirklich ein toller Rotton, ne? Ja, mein Herz lacht. Mein Herz weint, weil das Sternchen hier drauf schon kaputt ist quasi, also weg ist, auf meinen Lippen drauf ist. Passt die Farbe jetzt zum Look? Man weiß es nicht. Passt die Farbe zum Outfit? Man weiß es nicht. Sieht tatsächlich ein bisschen wild aus, aber ich mag ja sehr, sehr gerne rote Lippen. Das ist schon mein Vibe, ne? Gerade Richtung Weihnachtszeit ist es halt so mein absolutes, trage ich ständig Ding. Genau, ein Parfum habe ich noch. Das hatte ich in einem Adventskalender von The Buying Corf mit drin. Maison Francis Courdillan Paris Gentle Fluidity 1. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu sehr intensiv sein wird. Mal gucken. Ich kann das ja erstmal hier so vorsichtig reinsprühen. Das ist schon angenehm. Hat auch was von Vanille mit drin. Soll man nicht in die Haare sprühen, ne? Aber ich bin, wie man weiß, einfach ein Rebell. Im ersten Schnuff ist es ein bisschen alkoholisch. Aber jetzt wird es warm. Oh, ist das schön. Ja, man soll es nicht in die Haare machen, die trocknen dadurch aus. Aber ich gehe eh gleich duschen, also von daher ist alles in Ordnung. Meinen Haaren geht's gut. Macht euch keine Sorgen. Ich pflege sie und habe sie lieb. Nein, also das ist jetzt mein fertiger Look mit den Produkten aus den ganzen Beautyboxen, die sich hier so angesammelt haben. Und ich finde, dass es ein schöner Look geworden ist. Etwas, was jetzt nicht unbedingt bei mir bleiben wird, sind die Produkte von Max & More, weil ich, den Lidschattenprimer werde ich schon behalten. Den muss ich noch ein bisschen ausprobieren, ne? Das, keine Ahnung. Aber jetzt dieses Augenbrauenwachs ist einfach nicht vorhanden. Und was halt auch jetzt nicht unbedingt mein Vibe ist, ist dieses Augenbrauenpuder von M. Asam. Das brauche ich nicht. Nee, das muss echt nicht sein. Ansonsten finde ich die Produkte, die ich jetzt verwendet habe, richtig, richtig gut. Mit dem Concealer muss ich noch ein bisschen gucken. Ich kann mir vorstellen, wenn ich wirklich einen super natürlichen Look mache, dass wir da einfach große Freunde werden. So ist es halt wirklich. Also ich finde, es sieht nicht schlecht aus, ne? Weil das jetzt auch nicht irgendwie die Fältchen betont. Es sieht auch einfach sehr, sehr natürlich aus. Was eigentlich auch schon wieder gut aussieht. Was beschwere ich mich dann? Eigentlich ist der Concealer gut, ne? Nun, ihr Lieben, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Look so findet. Und das Parfum kommt gerade so richtig und es riecht unheimlich gut. Hoffentlich macht es mir keine Kopfschmerzen. Naja, ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.